Was? Bitte sehr. Mein Gott, was ein Stress. Dankeschön. So. Ich würde sagen, ab nach oben. Geh an Bord des Luftschiffs, First Lady. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid. Es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Boah, wie gemein. Okay. Boah, wie cool das einfach aussieht. Krass. Guck mal, die haben sogar ein Riesenrad. Alter Schwede. Wahnsinn. Wahnsinn. Gondel to the airship. Ah ja, enter hier. Mhm. Oh! Lockpick lacht auch rum. Boah, krass. Wie cool das gemacht ist. So, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Da war wieder Munition am liegen. Wir brauchen Salz. Wir brauchen definitiv ein wenig Leben. Was? Da ist wer? Wo? Was? Alter, willst du mich verarschen? Ja, eine gute Idee. Hier, bitte. Danke. Na also. Na also, geht doch. Wisst ihr, die hat nicht immer Munition, ne? Was? Elisabeth lag neben mir im Bett und dann ging es ab. Und dann ging es ab im Bett. Alter, ihr seid so versaut. Das ist ja unglaublich. Ja, wir brauchen unbedingt Leben. Das ist gut. Das ist... Danke. Ich danke dir. So, Geld nehmen wir wieder mit. Dann haben wir wieder ein bisschen was. So, was haben wir hier? Aha, President Comstock Personal Airship. Ah ja. Der guckt sich das Gelände an von innen. Was? Flash, was? Oh Gott. So, geht denn jetzt der Taler? Man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Die First Lady. Damit können wir entkommen. Ganz lock. Oh, Geld. Alter, YouTube Money. Oh. Okay, wir haben Schild und Gesundheit. Ich würde sagen, Gesundheit machen wir trotzdem nochmal ein mehr, oder? Oder machen wir Gleichstand wieder auf 5? Komm, wir machen ein Gesundheit mehr. Wir waren gerade echt knapp mit Gesundheit. Als nächstes machen wir dann Salze. So. Kann ich jetzt hier entkommen? Ich glaube nicht. Oder? Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ach, gut, ich hatte Schulden. Und das dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Boah, wie gemein. Na komm, alles wird gut.
Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Wow! Boah, wie gemein er auch ist. Warum spielt er nicht mit offenen Karten? Er stellt sich heraus, dass das Mädchen nicht dumm ist. Und ich ziehe es vor, bei guter Laune zu halten. Fiction Docs. Okay. Boah, wie fiese er auch ist. Direkt eine Schelle gekriegt von ihr. Bam. In die Schnauze. Elisabeth, das Lamm nahm mich richtig in den Arm. Was? Oh. Oh, Scheiße. Oh. What the fuck? Der Handyman. Daisy, die frische Luft hat geholfen. Der hier ist wach. So, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. What the fuck? Toll, jetzt müssen wir auch noch den Vox helfen. Ja, war ja klar. Verdammt. Finde Elisabeth. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Lohns unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich. Oh, wie krass. Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Ich bin mal gespannt, ob wir die einen Typen wiedersehen werden. Ist er gefeuert? Eine Fliegereinheit hat ihn mitgenommen. Den wird man hier nicht mehr sehen. Okay. Samuel fand immer, man muss die frommen Worte aus der Kirche im Alltag umsetzen. Die Wissenschaft ist die allmähliche Offenbarung des göttlichen Plans. Nach 2 Jahren im Turm des Lamms auf Monument Island erkrankte er an Magenkrebs. Ich betete zum Propheten und der Prophet wirkte ein Wunder an uns durch seinen Diener Fink. Ich weiß nicht, ob ich mich je an einen Ehemann gewöhne, der an ein Metallskelett gefesselt ist. Aber besser ein Handyman als gar kein Mann. Aha. Handyman. Oh, der Handyman. Oh yeah, der Handyman. Was haben wir hier? Eine Mülltonne. Da liegt sogar, Geld drin. Da ist es super. Der Handyman. Oh yeah, der Handyman. Kann aber ganz toll, kann er das. Das ist eine ABM. Synchronklopfen für jedermann. Alter, wie geil. Naja, lacht nur. Amüsiert euch ruhig. Aber nicht zu sehr. Okay. Voll die Sklavenarbeit hier. Synchronwischen, Synchronschrubben. Ach, jetzt weiß ich auch, was unsere türkischen Mitbürger immer machen. Die wischen den Boden. Jetzt weiß ich das. Ich frage mich immer, warum die sich immer auf so einen Teppich setzen. Ah, oder Teppich, den Knie. Hätten sie
in Ägypten auf ihre Pyramiden stellen können, hätten die Israeliten nicht die Steine dafür gemacht. Hätten die Industriekapitäne Bahn fahren können, hätten die Chinesen nicht die Schienen gelegt. Also noch sind die harmlos, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie gleich irgendwie die Geschichte wird auf dem Rücken von Männern wie euch angreifen werden. Ein Weißer, 17 Jahre alt, Okay, das habe ich mir nämlich irgendwie gedacht. Wieso funktioniert das mit dem Move nicht mehr? Ich will diesen coolen Move haben. Na, Alter. Hallo? Oh. Oh. Ach, da oben, warte mal. Boah, was? Wo kommt der denn her? Oh Gott. Oh, jetzt aber eine Menge Action hier gerade, schon wieder. Ja, natürlich, ist klar. Und du kommst jetzt auch noch. Willst du mich verarschen? Alter Schwede, was ist denn hier los? Die waren doch alle gerade noch friedlich. What the fuck? Nonstop Action hier. Mehr sage ich dazu nicht. Schieß sie mal vorsichtig mal weg. Sicher ist sicher. Alter Schwede, hier geht's ja ab. Ey, ist ja. Oh, huh. So, wie komme ich jetzt wo weiter? Hier vielleicht? Nee. Wo muss ich hin? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Schwede. Okay, geht's nicht lang. Aber die waren doch gerade alle noch friedlich. Wo sind die alle hin? Wo sind die mit dem Hammer? Wo sind die, die den Boden wischen? Oder beten, oder wie auch immer. Oder... Die Hammerbrüder. Du hast nicht mehr viel Munition. Such neue. Danke für den Tipp, Spiel. Ach... Ach so, ach, ich habe keine Munition mehr. Ach so, ja, dann hätte ich auch ganz anders gespielt. Aber gut, dass du mir das sagst, Spiel. Also ohne dich hätte ich das jetzt nicht gewusst. Aber danke für den Hinweis. Da liegt ein Lockpick übrigens, den habe ich total übersehen. Aber ich gehe jetzt, ja, gehe ich jetzt nochmal außen rum oder gehe ich jetzt nicht außen rum? Aber ganz ehrlich, dann hätte ich auch ganz anders gespielt mit der Munition. Also, das wusste ich gar nicht. Also dann hätte ich auch ganz anders gespielt. Ich gehe mir nochmal eben den Lockpick holen. Tolle Info. Ich dachte, ich brauche keine Munition. Ja, aber gut, dass das Spiel mir das sagt. So, ein Lockpick. So, den haben wir jetzt. So. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. So. Hier ist eine Tür. Ich frage mich, wo die hinführt. So. Ja, ich habe nicht viel Munition. Hier habe ich auch noch 5 Schuss. Hier auch noch 4. Das trifft sich doch super. Ach, guck mal, hier werden die Automaten hergestellt. Und hier liegt sogar noch Geld rum. Hier ist noch ein Lockpick. Hier ist Gesundheit. Ein Automat. Ach, guck an. Das ist ja krass. Ah, hier werden die also hergestellt. Guck mal einen an. Ich weiß immer noch nicht, wo wir her müssen. Von da kamen wir... nein, das wollte ich gar nicht. Kann ich das abbrechen? Ich würde das gerne abbrechen. Ja, das war klar.
Wo müssen wir... wo müssen wir denn hin? Ich gehe mal den Pfeil entlang. Also doch hier lang, wo wir waren. Dann hier lang, hier waren wir ja schon. Und dann hier rum, okay. Aber ging es hier irgendwo weiter? Habe ich irgendwas übersehen wieder? Ja, natürlich. Natürlich habe ich das übersehen. Ich bin so schlau. Was ist das denn? Okay. Ah, guck mal, Kino des Jahrhunderts. Mit Luftballons. Kann man überall Kino machen. Ja. Pier 21. Time Thief. Mhm. Zeitdieb. Kann ich mit ihm reden? Nein. Oh, guck mal, da liegen irgendwelche Sachen. Salze liegen hier rum. Jede Menge. Nehme ich mal alle mit. Wie krass. Hier liegen keine Salze mehr rum. Okay. So. Was haben wir hier? Munition. Sehr schön. Und Präzisionsgewehr. Ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt brauche. Aber ich bin Schau bloß ab, du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen, blinden Passagierinnen machen? Lieber nicht. Hey! Jetzt warte doch mal! Gehen Sie weg! Oh, warte doch auf mich! Oh, Mann! Ich will bloß mit dir reden! Sie sollen weggehen! Warte mal, sie geht doch eh nicht weiter, ne? Kann ich mich auch noch mal ein bisschen umsehen hier, bevor ich ihr jetzt hinterher renne? Vielleicht finde ich hier irgendwo Munition noch, die ich gut gebrauchen kann, bevor ich jetzt hier einfach weiter rushe. Ich weiß, gehört jetzt zum Spielablauf und alles, aber trotzdem möchte ich mich noch mal ein bisschen umgucken, weil hier sind doch bestimmt irgendwo Sachen versteckt, oder? Oder nicht? Hier zum Beispiel die Fässer. Ne, die sind leer. Aber das wäre ein idealer Punkt eigentlich, um hier was zu verstecken. Mich wundert das. Dass hier nichts... Das ist aber merkwürdig. Weil es gibt doch Spieler, so wie ich jetzt... die nicht hinterher rennen. Oder hinterher rennen und dann überlegen, vielleicht liegt hier doch was. Komisch. Ja, ich habe nicht viel Munition. Da ist ein Riss. Elizabeth! Jetzt warte doch! Lassen Sie mich! Ich bin nicht sauer auf dich! Weg. Ich bin nicht sauer, ich renne nur mit einer Waffe hier hinterher. Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg! Hauen Sie ab! Oh, verdammt! Ich werde nicht mitkommen! Geh nicht da rein! Ich habe keinen Bedarf an euch! Nein, nein, nein! Da! Mach Meldung, los! Nein! Na toll. Klasse. Das hat ja super funktioniert. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, es muss einen anderen Weg geben. Den gibt es immer. Oh. Aber erstmal Tonband hören. Man nannte Slade ein Monster und einen Verräter. Ich kenne die Männer, die mit Captain Slade in der Hall of Heroes starben. Es ist keine Schande, zu ihnen zu gehören. Die Schande liegt bei uns, die wir uns vor der Halle versammelten. Nicht wir waren es, die vielen. Und ich empfinde Neid auf die... die unter seinem Banner starben. Mhm. Die unter seinem Banner starben? Wir sehen ganz schön alt aus, weil wir keine Munition haben. Das wird so ein bisschen heikel. Aber wir könnten echt mal Munition gebrauchen. Und wir haben Elisabeth nicht mehr. Elisabeth! Ich traf sie im Internet. Aber wir kriegen jedes Mal Scharfschützenmunition hier, obwohl ich gar nicht so... scharf darauf bin, Scharfschützenmunition. Boah, war der schlecht. Okay, ich gehe mal hier lang.
Sonst liegt ja auch nichts, ne? Und ich wette damit, dass wir keine Munition. Boah, wie affig. Was? Elisabeth! Wieso kann er hier nicht an die Dings dran springen, an die Reling? Ich verstehe es einfach nicht. Was steht da? Rekrutierungszentrum für neue Arbeiter. Dein Leben im Wohlstand beginnt heute. Ja, ob das so ein Wohlstand ist, ich weiß es nicht. Sonst kann er doch auch hier an die Dings dran springen. Da ist Elisabeth. Kann ich da drauf schießen? Ich will. Warte. Munition wäre ganz cool. Was ist das denn hier? Salze voll, achso. Jetzt hab ich aber die Nase voll! Hoch mit dem Lift! Ich brauche Munition, Mädels. Das wäre ganz cool. Das wäre ganz cool. Munition wäre ganz cool. Wer schießt? Oh nein, das habe ich mir irgendwie gedacht. Warte mal. Aua, lass das. Hör auf damit, habe ich gesagt. So. Wo ist denn... Die gute... Danke. Hör auf damit. Hör auf, habe ich dir gesagt. Ich habe keine Munition mehr. Doch, warte. Boah, Alter. Boah, wir kämpfen hier auf dem letzten Loch sind wir am Kämpfen hier. Oh Gott, fürchterlich. Auf dem letzten Loch sind wir am Kämpfen. Und keine Muni mehr. Aber das kennen wir ja aus Bioshock 1 und 2. Da haben wir ja auch schon so brutal gekämpft ohne Muni. Du entkommst mir nicht. Wieso? Was habe ich dir getan? Und vor allem wo und wer... Oh. Was hier? Schuldig, Arbeiter. Agitator. Aha, guilty. Aber warum schuldig? Was haben sie getan? Haben sie das Deck nicht richtig geschrubbt oder was haben sie gemacht? Du wirst hier sterben. Hallo Freunde, könnt ihr mir helfen? Ich suche den Ausgang und Munition. Waffenschrank. Du entkommst mir nicht. Juhu. Ah, ja. Ja, das sieht gut aus. Alter, 5 Munition kriegen wir nur von dem. Alter, wie mies. Das heißt, wir haben da 2 Automaten. Wir müssen ein bisschen was kaufen. So, dann gucken wir mal. Aber erstmal... gehen wir uns... Geld holen. Und dann gucken wir mal, was haben wir hier Schönes. So, hier kriegen wir Gesundheit. Das können wir auch kaufen. Aber 20%. Munition für Karabiner. 26 von 86 haben wir. Okay. Kommen wir nochmal ein bisschen. Munition für Burst Gun. Was ist denn die Burst Gun? Munition für Vox Huntsman Karabiner. Die haben wir gar nicht, ne? Wo ist denn das hier die Maschinenpistole? Warte. Ah, sehr schön. Was haben wir hier? Verkaufsautomaten. Creme, Bronco-Hilfe 777. Alter, das ist so toll.